Denn so haben wir da mal ein bisschen rot geklebt. Das können wir noch den ganzen Monat lang im November schön sammeln. Und da haben wir gerade so ein wunderbares, schönes Rotklee. Rotklee kennt ja fast jeder. Das Rotklee kann bis zu 80 cm groß werden und wächst bis zu 2 Meter tief ein. Also das wächst ganz, ganz tief im Boden ein. Die kugelförmigen Blüten bestehen bis zu 100 Einzelblüten, haben die, und sind von rosa Farbe bis knallig rot. Sie werden von 5 Blättern untergehalten, die zusammengewachsen sind. Die Blätter selber sind fast immer in Dreiergruppen angebracht und leicht, ganz, ganz leicht gezahnt, eigentlich schon fast ein glatter Rand. In der Mitte, in dem man das Rotklee ganz gut erkennt, ist immer so ein weißer Fleck. Wenn wir da auf dem größeren Blatt schauen, sieht man das recht gut. Da ist ein leichter, weißer Fleck drin. Ganz selten findet man das vierblättrige Klee, das Glück bringen soll. Das Rotklee ist ganz, ganz gut für den Boden. Es nimmt den Stickstoff aus der Luft aus und bringt ihn im Boden ein, was der Boden nährstoffreich macht. Und darum ist er von den Bauern auch eigentlich recht gern gesehen, das Rotklee. Das Rotklee hat ganz viele gute Nährstoffe drin. Kalium, Calcium hat es drin, Magnesium. Es hat Isoflavone drin, Kumarin drin und auch viele ätherische Öle. Das Rotklee hat eine zellschützende Eigenschaft. Es ist auch blutbildend und blutreinigend. Durch die hormonähnliche Stoffe, durch diese östrogenähnliche Stoffe, was sie drin hat, nimmt man so ganz gern bei Wechseljahrbeschwerden her. Aber natürlich auch bei Menstruationsbeschwerden. Das Rotklee hat eine blutfließende Eigenschaft, ist cholesterinsenkend, beugt Knochenschwund vor und hilft vorbeugend bei Prostataproblemen. Aber nicht nur dort können wir das Rotklee nutzen. Auch bei Wurmbefall ist es gut. Oder wenn wir Magen-Darm-Probleme haben, Probleme mit unserer Leber, es stärkt unsere Leber, es hilft der Leber zum Entgiften. Also es hat ganz, ganz viele tolle Eigenschaften. Das Rotklee hat auch ganz viel Eiweiß drin und darum ist das Rotwild oder auch die Hasen, die Wildhasen, lieben das Rotklee. Das ist eine richtig nährstoffreiche Pflanze für sie, wo sie ganz viel sich und richtig satt essen können jetzt noch vor dem Winter. Als Kind haben wir dann immer gern die roten Büschele hergenommen und auszuzelt. Die hatten so einen feinen Honiggeschmack. Ich tue das auch heute noch gern. Was seht ihr denn das Rotklee? Was hat das für eine Botschaft für uns? Das Rotklee hilft uns zur inneren Ruhe. Selbst dann, wenn wir durch schwere Verletzungen oder Verluste uns der Liebe verschlossen haben und uns nicht mehr öffnen trauen, gibt uns das Rotklee Erkenntnis. Es hilft uns, alte Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, Glaubenssätze, an denen wir festheben, loszulassen und einfach in einen neuen Weg hineingehen, in einen neuen Lebensabschnitt gehen, mit Mut und Kraft. Also wenn ihr irgendwo vor einer Entscheidung steht, wo ihr wisst, jetzt, da tue ich mir eh verschwer, den neuen Weg zu gehen oder ich habe zu wenig Mut, dann ist das genau die richtige Pflanze für euch. Wenn ihr Rezepte dafür suchen, dann kommt auf unsere Homepage, da finden ihr ganz viele Rezepte und ein leckeres Kräutersalz, wo das Rotklee mit drin ist. Ich freue mich, wenn ihr wieder mal dabei seid und wünsche euch bis dort eine ganz ruhige und vor allem eine bewusste Zeit.